Pietro Lombardi, Laura Maria verrät zur Geburt ihres Babys. Schon bald dürfen Pietro Lombardi, 30, und seine Verlobte Laura Maria Rüpper, 26, ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Bei einer Instagram-Fragerunde verrät die Influencerin ihren rund 711.000 FollowerInnen nun Details zur Geburt ihres Babys. So gibt sie beispielsweise auf Nachfrage preis, dass sie sich eine Entbindung auf natürlichem Wege wünsche. Wann es soweit sein soll, behält das Paar lieber noch für sich, doch in diesem Jahr wird der Nachwuchs wohl nicht mehr das Licht der Welt erblicken. Den Monat werde ich nicht sagen, aber der Kleine kommt Anfang nächsten Jahres, so die 26-Jährige. Und auch was den Namen ihres Sohnes betrifft, hüllen sich Pietro und Laura in Schweigen. Sie wollen ihn erst nach der Geburt verraten. Evelyn Burdecki, 34, hat schon so einiges versucht, um die große Liebe zu finden. Nach ihrem Beziehungsfiasko mit Bachelor in Paradies-Teilnehmer Domenico De Chicco, 39, gab es keine weiteren öffentlichen Äußerungen zum Beziehungsstatus der Blondine. Jetzt postet die 34-Jährige jedoch ein Bild auf Instagram, das die Gerüchteküche um das Liebesleben des Reality-Stars brodeln lässt. Während der Dreharbeiten zur Comedy-Märchenstunde teilt die 34-Jährige Einblicke aus ihrem Hotelzimmer in Warschau. Besonders auffällig, auf einem Bild sieht man zwei Teller mit Evelyns Lieblingsspeise Pierogi. Daraufhin spekulieren viele ihrer FollowerInnen, wem der andere Teller gehöre. Evelyn selbst entschärft die Situation und erzählt, dass sie niemand bei ihrem Aufenthalt in Warschau begleitet. Den zweiten Teller rechtfertigt die Blondine wie folgt: Nein, es sind wirklich 12 Pierogi für mich allein. Eine männliche Begleitung scheint es also hier nicht zu geben. Auch ihre Lieblingssorte hat Evelyn ihrem ZuschauerInnen direkt verraten: Pilz mit Kraut. Anführungszeichen. Pietro Lombardi, 30, freut sich auf sein Baby mit seiner Verlobten Laura Maria Rüpper, 26. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels, 30, stammt der mittlerweile 7-jährige Alessio. Die beiden teilen sich das Sorgerecht und posten immer mal wieder Eindrücke der gemeinsamen Zeit mit dem Spross. Nun jedoch hat der Sänger eine wichtige Entscheidung zum Wohle seines Sohnes getroffen. Der Kleine ist natürlich Teil meines Lebens, ich teile gern Momente mit ihm. Ich habe für mich aber beschlossen, dass ich das jetzt noch ein bisschen reduzieren werde und nicht alles von ihm teile, erklärt er seiner Instagram-Community und stellt klar: Also denkt nicht, nur weil bei mir nichts zu sehen ist, dass ich den Kleinen nicht habe. Auf seinem Instagram-Account sind derweil nur zwei Fotos zu finden, auf denen Alessio lediglich von hinten zu sehen ist. Ex-Frau Sarah hingegen teilt weiterhin Fotos ihres Erstgeborenen, die auch Alessios Gesicht zeigen. Diese Sommerliebe hält auch noch im Winter unter Palmen. Verena Kert, 41, und Marc Terenzi, 44, genießen aktuell ihre noch frische Zweisamkeit auf den Malediven. Bereits am 20. November postete der Sänger ein inniges Knutschfoto mit seiner Liebsten und kommentierte: Ich reise mit der allerdollsten Person irgendwohin, wo es ganz toll ist. Sie weiß immer noch nicht, wie viel sie mir bedeutet. Oha, es scheint langsam ernst zu werden. Rund 24 Stunden später fanden sich die beiden Turteltauben im Paradies wieder. 5 Tage wollten die beiden ausspannen und einen geilen Lifestyle abfeiern können, wie Radiomoderatorin Verena in ihrer Instagram-Story verriet. Ob ihr Plan aufgegangen ist? Die neuesten Tobak-Fotos der Münchnerin sprechen ganz dafür, ihre Bildergalerie zeigt ein glückliches Paar, das seine Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen scheint. Ein traumhafter Strand, türkises Wasser, ein reich gedeckter Tisch und einen Menschen an der Seite, den man gerne immer wieder busseln möchte. Kurz, Verena hat mit ihrem Marc offenkundig einen Traumurlaub erlebt, wie sie kommentiert und mit einem meerblauen Herz-Emoji bestärkt. Mal schauen, welche schönen Erinnerungen der nächste Sommer für die beiden bereithält.
Jelitz Kog, 29, hat sich vor kurzem einer dritten Brustoperation unterzogen. Da ihre Implantate nach der Geburt von Töchterchen Snow, 1, zu locker saßen. Am 19. November meldete sie sich bereits kurz nach dem erneuten Eingriff via Instagram und postete einen Schnappschuss, der sie im Krankenhausbett mit Pizza und Matcha-Tee zeigte. Jetzt verrät Jelitz ihren Fans, wie es ihr inzwischen geht. Die Schmerzen sind echt auszuhalten, ich habe die erste Woche Schmerzmittel genommen und jetzt nichts mehr, erklärt die 29-Jährige. Obwohl dieser Eingriff größer gewesen sei, habe sie die Schmerzen nach den vorherigen zwei Operationen als krasser empfunden. Zuvor musste sie ein zweites Mal operiert werden, weil ihr bei der ersten Brustvergrößerung fehlerhafte Implantate eingesetzt wurden. Aufgespritzte Lippen, keine Falten, Cora Schumacher, 45, sorgte jüngst mit Aufnahmen aus Hollywood für ordentlich Wirbel unter ihren Fans. Der Grund? Ihre FollowerInnen haben die 45-Jährige kaum wiedererkannt. Wer ist denn diese Frau? Fragte ein User unter dem Post. Fast nicht erkannt und an Filtern nicht zu überbieten. Punkt. Warum nur? Komma, merkten andere Fans an. Wenig später erklärte Cora allerdings bei RTL, dass ihr verändertes Aussehen nichts mit neuen Beauty-Eingriffen, sondern der Bearbeitung der Fotos zu tun habe. Meine Freunde und ich haben in Amerika mit einem Hollywood-Fotografen Bilder gemacht. Er hat diese halt entsprechend der American Way of Photoshop bearbeitet. The Americans haben halt ein anderes Verständnis für Photoshop, so die ehemalige Rennfahrerin. Die Kommentare ihrer Community scheinen ihr hingegen nichts auszumachen und so legt Cora gleich noch einmal nach und teilt weitere Aufnahmen vom besagten Shooting. Ob der Hollywood-Fotograf vergessen hat, die restlichen Körperteile zu bearbeiten. Oder Doc Hollywood sich erst noch von oben nach unten durchkämpfen muss, wer weiß. Wer weiß, sick, witzelt Schumacher auf Instagram. Trotzdem betont die 45-Jährige, dass sie und ihre Freundin auch gerne unsere Zellulitis, Fußballerwaden, Bauchspeckschwarten und Roxette Morning Friesen, sick, zeigen würden. Über all jene, die ihre Fotos ebenfalls mit Filtern bearbeiten, aber nicht dazu stehen, würden sie sich allerdings nur kaputt lachen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promi-News der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quelle: Instagram.com